Nehmt sie oder wir lassen sie laufen. Donald Trump fordert die Europäer auf, ihre IS-Kämpfer aus Syrien zurückzuholen. Deutsche Autos als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Das US-Handelsministerium hat eine Studie zu Autozöllen vorgelegt und wichtige Woche. Der Vatikan bereitet sich auf die Anti-Missbrauchskonferenz vor. Das sind unsere Themen um 23 Uhr in Phoenix, der Tag.